Guten Morgen. Ich habe gut geschlafen, hier in meinem versteckten Eckchen an der Jagst. Es kam niemand, es hat sich niemand daran gestört, dass ich hier liege. Und ich bin heute Morgen um 6 Uhr von den Vögeln und vom Berufsverkehr geweckt worden. Ich habe dann in Ruhe gefrühstückt, alles eingepackt. Und jetzt geht es wieder auf den Jagstradweg, den Fluss aufwärts in Richtung Aalen fahre ich und dann die Kocher wieder zurück runter. Mal sehen, wie weit ich heute komme. Gerade mal die ersten Meter gefahren und schon wieder der erste Stopp. Aber die Mütze, die ist heute wichtig. Heute ist im Gegensatz zu gestern zunächst mal keine Wolke am Himmel. Und ich fahre gerade natürlich gegen die Sonne in Richtung Osten. Da blendet es doch schon ganz gut. Ich denke, heute wird es wärmer und etwas heißer zum Fahren als gestern. Genau, wärmer und heißer. Passt. Also, los geht's. Hier dieser kleine Abstecher führt jetzt zur Kapelle St. Wendel am Stein. Im Bikeline stand, dass man sich das unbedingt anschauen soll. Die Kapelle ist auf so einem Felsvorsprung direkt am Ufer erbaut. Und da hängen die mächtigen Felsen da drüber. Da ist auch noch eine Höhle. Da bin ich eben reingekommen. Und dann geht's durch auf die andere Seite. Auf der anderen Seite geht es eine Treppe hoch. Ich fahre also dann lieber gleich den Weg, den ich gekommen bin, zurück. Hier hingekommen bin ich jetzt einfach durch die Kapelle durch. Zu der anderen Seite. Toll. Die Rückwand der Kapelle ist die Felswand selber. Also die ist wirklich in den Fels reingebaut. Thank you.
Also insgesamt bin ich jetzt schon wieder gut 1,5 Stunden unterwegs. Und der Weg geht genauso schön weiter, wie es gestern schon war. Absolut perfekte Oberfläche. Das rollt einfach so leise dahin. Hier ist nicht viel Verkehr. Malerische kleine Ortschaften, wo es auf jeden Fall einen Abstecher lohnt. Ich habe jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Ja, immer noch zufrieden. Es ist jetzt 11 Uhr und ich konnte gerade in Mulfingen meine Vorräte auffüllen. Da war ein kleiner Edeka-Markt mit Bäckerei und da habe ich dann vor allem Wasser und auch ein bisschen Lebensmittel nachgekauft. Die Bewölkung nimmt langsam doch zu, was ich eigentlich sehr angenehm finde, dass ich nicht nur in der prallen Sonne fahren muss. Und es scheint sich so zu entwickeln, wie es gestern war. Vielleicht ein bisschen wärmer, aber immer noch perfektes Radlwetter. Ich habe einfach Glück heute. Ich freue mich. Das hier sieht nach einem perfekten Plätzchen für die Mittagspause aus. Da hinten ist sogar ein Sprungbrett. Ich hätte gar nicht übel Lust, zuerst mal eine Runde zu schwimmen. Das war genau das, was gerade gefehlt hat. Richtig schön erfrischend. Das ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch was zu Mittag zu essen. Eine Stunde Mittag. Erholt und gestärkt geht es jetzt weiter. Hier scheint der Radweg jetzt mehr am Fluss lang zu laufen oder öfter mal näher dran zu sein. Es ist recht warm geworden. Ab und zu mal eine Wolke, die dann für ein bisschen Abkühlung sorgt. Aber das Baden eben, das war einfach schön erfrischend. Wahrscheinlich sieht man jetzt gar nichts mehr. Der Weg führt auch eigentlich gar nicht hier rüber. Ich finde diese Brücke nur so toll. Da muss ich einfach mal durchfahren.
von Langenburg da oben, da hat man sicher eine sehr gute Aussicht. Wird eigentlich auch im Reiseführer empfohlen, dahin zu fahren. Aber angesichts der Temperaturen spare ich mir das. Es ist doch recht warm. Dazu kommt heute der Wind von vorne natürlich. Das heißt, es ist natürlich nicht so brütend heiß. Ich schwitze nicht so dolle. Aber ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen. Aber so ist es halt. Es ging jetzt einige Kilometer über eine extrem ruhige Landstraße, durch kleine Ortschaften mit schön restaurierten Fachwerkhäusern und alten Brücken. Sehr idyllisch, aber die ganze Zeit in der Sonne auf dem heißen Asphalt, das hat mich ganz schön geschlaucht und da hatte ich auch nicht so viel Lust, jetzt immer die Kamera auszupacken. Da habe ich erst eher mal durchgestrampelt. Und zum guten Schluss kommt jetzt hier von Hessenau hoch eine richtig knackige Steigung nach Leofels. Danach kommt Kirchberg an der Jagst. Da geht es dann wieder runter nach Kirchberg. Aber diese Steigung muss ich mich erstmal hier hocharbeiten. Ich habe dann jetzt mal gerade eine Pause gemacht, was getrunken, Traubenzucker eingeworfen und dann mache ich gleich die letzten Höhenmeter. Vielleicht gibt es ja eine schöne Aussicht von da oben. Zur Belohnung für die Steigung dachte ich, schaue ich mir die Burg Leofels noch an. Kleiner Abstecher, nur ein paar hundert Meter, um die Aussicht zu genießen. Aber hier gibt es keine Aussicht. Das ist natürlich blöd. Die Burg ist eine, da sieht man es, Ruine. Genau. Und die wird nur für Theatervorstellungen genutzt. Also komme ich da auch gar nicht rein. Will ich jetzt auch nicht mehr. Ich mache jetzt die letzten paar Höhenmeter noch. Vielleicht gibt es ja dann hinten auf der Kuppe eine Aussicht. Und dann geht's runter nach Kirchberg an der Jagst. Aber erstmal muss ich mir die Waden noch mal nachschmieren. Ich glaube, da bahnt sich ein Sonnenbrand an. In Kirchberg war ich noch kurz in der Altstadt drin, wollte aber dann weiter, weil ich die ganze Zeit so ein bisschen auf der Höhe in der brütenden Sonne fahre. Und jetzt hier kurz hinterm Ort kommt ein erfrischendes Waldstück. Das ist mir sehr gelegen gerade. Und ich denke mal, ich bin gleich auch wieder unten am Fluss. Der nächste Ort, der kommt, war ausgeschildert Kreilsheim. Circa 14 Kilometer. Und da endet dieser Pfad auch schon bei einer dieser tollen alten Holzbrücken über den Fluss. Ich denke mal, ich habe die Jagst wieder. Da haben wir die Jagst. Und zack, ich bin ganz schön hoch da drüber. Die macht hier eine Schleife. An so einem, oh, da ist ein Tier auf dem Objektiv, an so einem Steilhang. Und ja, das zeigt ganz gut, was für ein Auf und Ab das hier ist. Ich muss mal gerade den Monitor drehen. So, was für ein Auf und Ab das hier ist. Es geht jetzt durch alle möglichen Dörfer, seltener an der Jagst lang, aber auf jeden Fall immer wieder rauf und runter, rauf und runter. Und das in der Sonne. Also hat es schon in sich hier der Oberlauf. Weiß nicht, ob das schon der Oberlauf ist, aber ich komme naja immer weiter nach oben. Ja, heute Abend weiß ich, was ich getan habe. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Kreilsheim und den setze ich gleich fort, den Weg. Die Pause eben hat dann doch etwas länger gedauert,
Ich bin auf meinem Stühlchen eingenickt oder habe so ein bisschen gedöst. Es war dann fast eine Stunde, aber das hat sehr gut getan. Muss dann auch sein. War wahrscheinlich wieder mein 4-Uhr-Loch. Ich sagte ja gestern schon, irgendwie habe ich da immer so einen Tiefpunkt. Da ist es am schwierigsten, mich zu motivieren, weiterzufahren. Ja, jetzt ist es schon 5 Uhr ungefähr. In 3-4 Kilometer sollte ich die Stadt Crailsheim erreicht haben. Dort führt der Radweg durch die Stadt am Flussufer lang, so wie ich das gesehen habe. Und ja, ich werde sehen, dass ich dort noch mal ein bisschen Wasser bekomme, weil bei den Temperaturen geht das Zeug ja weg wie nix. Und dann schaue ich einfach mal wie gestern, wo es mich hin verschlägt. Direkt am Weg, am Ortseingang, am Stadteingang war ein Netto. 1,5 Liter Wasser gekauft, mal 2. Der Bock hier ist zwar jetzt schwer wie Sau. Ich hatte nur vorne in den Taschen Platz für die 2 Flaschen. Aber dann weiß ich wenigstens, dass ich genug Wasser für heute habe. Und für morgen früh. Das heißt, es kann kommen, was will. Weil mit den Campingplätzen ist das wieder dünn gesät hier. Und ja, jetzt geht's wieder wie gestern, wie ich eben schon sagte. Ein schöner Sommerabend und ich lasse mich treiben. So, hier ist jetzt mal ein bisschen Schatten. Stadtdurchfahrten haben ja so ihr eigenes Flair. Die Radwege enden plötzlich. Der Radweg geht irgendwie auf der anderen Straßenseite weiter oder es fehlt irgendwie ein Stück. Immer sehr spannend und einheitlich zu erkennen sind sie auch nicht. Aber ich war schnell aus der Stadt raus. Jetzt geht es nur, ich hoffe, man kann es erkennen, ein paar Kilometer hier an der Bundesstraße lang. Ihr hört wahrscheinlich eh den Krach. In der Sonne. Ich hoffe, das hat bald ein Ende. Ich möchte zum Fluss zurück. Egal, weiter geht's. Ich fahre so schön vor mich hin. Da dachte ich, ich muss noch mal eine Meldung abgeben. Es ist wieder einer dieser schönen Abende, wo man gar nicht aufhören möchte, Rad zu fahren. Zudem bin ich hier in einer Umleitung. Also eigentlich nicht, es sollte hier eine Umleitung sein. An Jagdzell vorbei, aber die scheint am Abend nicht mehr zu existieren. Scheinbar nur tagsüber, wenn gearbeitet wird oder so. Ich kann also den ganz normalen Radweg weiterfahren. Und ja, mein Tagesziel von der Strecke habe ich eh längst erreicht. Damit ich nicht zu schnell fertig bin, werde ich mich langsam mal auf die Suche machen nach einem schönen Plätzchen, wo ich heute Nacht mein Haupt betten kann. Mal sehen. Neuer Stand der Dinge. Bei einer kleinen Pause habe ich gesehen, dass es bis Ellwangen nur noch 9 Kilometer waren. Und dort gibt es einen Campingplatz. Und die Chance zu duschen, vor allen Dingen nach diesem heißen Tag mit der ganzen Sonnencreme auf der Haut, die ist dann doch sehr verlockend. Ich denke mal, wird so gegen 20 Uhr da sein. Sollte also alles heute recht bequem sein. Oh, ihr seht wahrscheinlich gerade nichts wegen Gegenlicht. Gut, dann werde ich nachher einfach noch mal was in die Kamera sprechen. Und wieder hat sich alles verändert. An dem Campingplatz angekommen, der wirklich sehr verlockend aussah, war es leider zu spät. Büro schließt um 19 Uhr. Bistro, sonstige Einrichtungen, alles rappeldicht, kein Ansprechpartner weit und breit. Das Ding war einfach zu, um 19 Uhr. 19.45 Uhr war es, als ich da war. Ja, konnte ich vergessen. Nichts, wo man sonst noch hätte nachbuchen können, ersichtlich. Also bin ich noch ein paar Kilometer weitergefahren, aus Ellwangen raus. Und da sind jetzt hier so ein paar Flussauen. Und ja, da habe ich eine
Ecke hinter so einer Flussbiegung gefunden, die von der Straße nicht einsichtig ist, höchstens von der Bahnlinie oben. Und da denke ich, werde ich mir jetzt erstmal was zu essen machen, gleich mein Zelt aufstellen und dann werde ich hier die Nacht verbringen.